So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge. Ich nehme die gleich im Anschluss drauf an zu der letzten, damit ich natürlich etwas vorzuweisen habe. Und die Gegend lädt gerade noch ein bisschen und es ist auch wieder etwas flüssiger. Schön. Zumindest für mich. Sollte nicht allzu viel. Ne, gut. Wir suchen ein Steppenbiom irgendwo dahinten vielleicht. Die Frage ist nur, ist dort auch tatsächlich eins? Ich möchte ein Pferd haben. Habe ich nur einen Sattel? Ja, ich habe einen Sattel. Ein Pony. My Little Pony hier am besten in Minecraft. Weil in dem Gebiet, wo ich bisher war, die sind so alt. Da wachsen nicht mal, keine Ahnung was, wächst gar nichts mehr. Die sind so alt. Ja. Die sind so alt, da wachsen nicht mehr rote Blumen. Guck mal hier, hier ist alles voller roter Blumen, ja? Alles voller Rosen. Und in meinem alten Gebiet, ja, war es nix. Also keine roten Blumen. Da habe ich nämlich immer die Rosen gesucht. Die, pff, nicht da. Ja, ja, ja. So, und jetzt sehe ich vor mir ein wunderschönes Steppenbiom, wo ich Pferde finde. Es ist an Schönheit nicht mehr zu überbieten. Ich finde allerdings eher eine einsame Insel hier im Wasser. Ich habe also final tatsächlich die Küste erreicht, wo sich ein paar Tintenfische tümmeln, also ein paar Tümmler sozusagen. Okay, nicht ganz. Aber, ja. Was machen wir jetzt? Einfach schwimmen, oder was? Einfach schwimmen. Wir gucken mal so ein bisschen da, da hinten entlang, um die Ecke und dann... Ja, irgendwie, ne? Weißt du, wenn du das suchst, was du haben willst, dann findest du das nicht. Aber wenn du das findest, dann willst du es meistens nicht haben. Denn das Phänomen habe ich schon mal erklärt. Das hat sich nicht geändert. Das ist immer noch dasselbe. Das, was man kriegt, das will man nicht. Und das, was man will, das kriegt man nicht. Geht hier ziemlich steil runter. Stiel runter. Hey, mach deinen Stiel runter. Ich kann es auch nur jetzt vorstellen. Nichts am besten. Komm schon, da vorne war ein Sumpf. Das weiß ich, weil dieser Sumpf, der ist auch noch vorne am Dorf, am Rand gewesen. Und was mir aufgefallen ist, in dieser Version 1.7 irgendwas gibt es relativ selten Sümpfe. Tatsächlich, irgendwie relativ selten Sümpfe, wegen diesen Kack-Klimazonen. Wenn du eine Map erstellen willst, die besonders biomvielfältig ist, dann ist das mal für den Arsch. Ganz einfach, weil, ja, entweder du hast eine Kaltregion, dann ist halt, sind halt lauter Kaltbiome in der Gegend. Das ist das Problem. Und bis dann die Temperatur mal wechselt, das kann teilweise ewig dauern. Siehe Sparks Challenge, weswegen ist das hat das ganze Projekt abgebrochen im Endeffekt, weil ich einfach kein entsprechendes Biom gefunden hatte. Mann, was habe ich denn alles gesucht? Ich habe ein Dschungelbiom gesucht. Habe ich nicht gefunden. Hier habe ich natürlich eins. Das war schon vor der Version generiert worden. Also das gibt schon etwas länger. Das ist schon, wie ihr sehen könnt, diesen hier Cliff, hohen Cliffe. Wenn hier ist praktisch neu generiertes Gebiet und hinten ist noch alt generiertes Gebiet. Es ist so furchtbar immer, dass der Map Generator jedes Mal so hart geändert wird, dass einfach alles zerrissen wird. Weißt du, die ganzen Maps, du kannst kaum über so eine große, lange Zeit irgendwie hier in der Art ein Projekt machen, ohne dass es dann kacke aussieht. Das ist leider, das finde ich sehr, sehr schade. Sehr, sehr, sehr schade. Wirklich schade. Schade, schade, schade. Da liegt immer so Risse hier drin. Aber kann man nichts machen. Ist halt ein Nachteil, aber gehört halt irgendwie dazu, was auch immer. Und ja, trotzdem, Sumpfbiome sind auch schön. Warte mal kurz, Sumpfbiome? So ein Sumpfbiome ist relativ wenig Wasser hierfür, ne? Ein Sumpfbiome habe ich mir eigentlich wassiger vorgestellt. Wattiger. das ist sogar für das neue Projekt eventuell ein bisschen wichtig. Ne, ich glaube nicht, dass es da eins gibt. So, es hat angefangen zu regnen. War irgendwie klar. Ne? Bist du gerade unterwegs? Schon stehst du pitschnass im Regen. Zusammen mit einem Hühnchen. Könnt ihr auch ein Lied von singen, gell? So, wir können uns jetzt so ein Lagerfeuer errichten. Und dann gemeinsam das Lagerfeuer-Hühnercamp-Lied singen. Hat bestimmt Stil. Oder auch nicht. Aber ich kann ja nicht singen, also meint es lieber nicht. Ich lasse euch singen, ich lasse ein paar Hühner singen. Die gackern sich dann einen ab und alles ist gut. Und jetzt, als anfangen zu regnen, kommen auch wieder Skelette und Spinnen. Ich möchte natürlich auch wieder mitsingen beim Lagerfeuer, Skelettenspinnen, Hühnerlied. Und da das immer äußerst knorrig sein kann, vor allem weil Skelette äußerst furchtbar singen, hört sich meistens dann immer so in den Knochen rasseln. Lassen wir das am besten lieber.
Und immer wenn ich hier so sehe, komm schon, Skelett schieß. Am besten Zombie. Ich hab auch einen Bogen. Die spawnen direkt vor meiner Nase. Auch hinter mir, ne? Irgendwas kam von hinten, von der Seite. Ein Villager-Zombie. Nein, den will ich aber nicht heilen. Ich könnte jetzt heilen. Hätte ich einen goldenen Apfel dabei? Habe ich den goldenen? Nein, habe ich nicht. Schade. Ich habe noch nie goldenen Apfel dabei. Ich habe auch noch mein altes... ich hätte das neue Equipment wieder einpacken sollen. Ich bin einfach so losgezogen. Es regnet jetzt auch noch. Und da ich im Survival spiele, kann ich den Regen auch nicht ändern. Der muss so sein. Regen gehört dazu. Aber Regen gehört auch hier zum... Rollenspiel. Hexe! Ja! Alte Hexe, vielleicht gibt es ja einen netten Potion. Ups, nicht getroffen. So. Creeper. Okay, schon einen Hit noch. Danke. Warum sind so viele Mobs? Ach, eine leere Flasche. Nee, danke. Kann ich verzichten. Das ist furchtbar mit dem Lichtlevel. Ich will doch nur einen Pony. Jetzt geht auch schon wieder so los wie im Challenge-Projekt hier. Das finde ich... Weißt du, da suche ich jetzt mal hier endlich ein normales Steppenbiom. Und das finde ich nicht. Ich kriege keinen Ponys. Und da habe ich keinen Dschungel gekriegt. Und den Dschungel habe ich hier, aber nicht kein Steppenbiom. Das heißt, obwohl, ich hätte schon eins, aber das ist noch in der alten Version. Das ist direkt hinter meiner Haustür. Ewig großes Sumpfbiom hier. Ja, das hätte mal ein bisschen kürzer sein können. Yay, ist das Wasser? Ja, ist Wasser. Oh, ich habe auch die Hungerzeit gar nicht im Auge gehalten. Nein. Aber zum Glück habe ich Steaks dabei mit einem relativ hohen Sättigungswert. Passt das? Ja, ne? Das ist ein bisschen scheiße übrigens, wenn man von unten nach oben guckt, dann sieht man noch ein paar Nässe-Texturen, die gar nicht da sein sollen. Das soll so sein, dass sich die Wolken spiegeln, wenn du von unten nach oben guckst, dann ist das ein bisschen schlecht. Ja. Ja, Leute, die Welt hasst mich, jetzt regnet es mich auch noch. Ich weiß nicht, Optifine kann man das ausschneiden, Optifine habe ich gar nicht drauf. Ha! Ich habe nur wirklich Vanilla und The Shader drauf. Shader ist halt einfach eine Optik-Mod, und ich sag, jemand meinte, es ist kein Vanilla mehr, weil ich den Shader drauf habe. Ja, der Shader macht gar nichts. Nichts. Macht nicht mehr Performance. War schlechter als eher nur noch. Der Shader macht einfach nichts. Außer ein bisschen schöner. Und deswegen ist es Vanilla. Sich nichts geändert von den ganzen Mechaniken. Alle dasselbe. Sieht nur ein bisschen putziger aus. So sollte es sein. Und ich habe immer noch keine Stöppel gefunden. Immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht. Leute, das entwickelt sich zu einer nationalen Katastrophe hier. Und dass hier so viele Mobs sind, entwickelt sich auch zu einer nationalen Katastrophe. Nee, ich muss mir was anderes überlegen. Soll ich nochmal ein Höllenportal-Dings machen? Ein Höllenportal-Durchschritt irgendwo? Ich weiß es nicht. Haben wir zu wenig Schafe hier, weil dann kann ich nämlich Schafe raspeln. Also einmal die Baumwolle von denen ab und mir schnell ein Bett machen und dann sollte es eigentlich vorbei sein. Wenn wieder Nacht wird und ich schlafen kann dann auch. Wir haben tatsächlich ein Gewitter gerade am Start. Gewitter. Ja, da hinten sind Schafe. Die kill ich einfach mal. Einfach so. Ich habe eine Schafezucht. Gibt halt dann ein Wolle pro Schaf, aber es reicht. Groß, um uns ein Bett zu machen zumindest. Komm her. Weg mit dir. Da auch weg, bitte. Danke. Zwei Wolle. Drei Wolle. Zwei Wolle. Drei Wolle. Gut, okay, haben wir alle. Holz habe ich auch noch. Müssen wir gucken, was dann dementsprechend irgendwie geht. So, Nether kann weg. Ein Bett, wie das geht, weiß ich noch. Zum Glück. Ja, auch schlimm, wenn nicht. So. Frage, kann man schon pennen? Man kann schon pennen. Man kann schon pennen. So, bitte einmal hier Tag mach Magic. Wenn mein Spawn wieder zurückgesetzt wird, kann ich ja das Ding abhauen. Crafting Box kann mit. Und da. Wunderbar. Ist hier ein schönes Thumbnail? Schönes Thumbnail. So. Da oben Skelette brennen jetzt wieder alle ab und alles ist gut. Und hier hinten ist es aber auch schon wieder kalt. Guck mal. Sumpf wie oben und um sind Kältedings. Kältedings. Ja, so sollte es auch nicht sein. Ich komme nicht weiter. Ich finde jetzt hier keine Pferde mehr. Minecraft hasst mich ziemlich, ja. Und ich will auch nicht schummeln. Ich will jetzt nicht hier durchgehen, irgendwie so zufällig, oh, Pferd spawnen, das nur, wie ging das denn?
So was aber auch. Nee, das machen wir mal lieber. Ja. Auch keine Pferde, nur Schafe. Wir können ja ein Schaf reiten, so zur Abwechslung, oder ein Schwein. Genau, ich nehme jetzt so eine Karottenroute, setze ich auf ein Schwein drauf und reite mit dem zurück. Das würde gehen, aber das verbraucht die Karottenroute. Das wäre doof. Ich möchte ja ein galoppierendes Etwas haben, was auch Kisten tragen kann zur Not, ne? So. Ich versuch's nochmal einen kleinen Tacken in die Richtung. Wenn nicht, dann muss ich auch schon wieder kapitulieren. Ich will nicht ewig durch die Pampa eiern und nichts Produktives machen. Hat eigentlich so viel zu tun. Irgendwann müssen wir nochmal Folgendes machen. Wir müssen nochmal auch auf Erkundungstour gehen. Und zwar in Richtung Endportal. Weil es ist ja schon bald so weit, dass wir hier Ender Dragon und so, ne? Das kommt ja auch schon bald ins Gespräch. Und das werden wir ziemlich so bald machen, dass wir mal hingehen. Und jetzt habe ich tatsächlich einen Dschungel gefunden. Der ist aber neu generierten Dschungel. Aber kein Pferd. Was ist das denn? Im gesamten Challenge-Projekt habe ich nicht einen einzigen Dschungel gefunden. Ist noch der alte. Tut mir leid. Sorry, ist noch der alte Dschungel. Weil hier vorne ist nämlich die Kante und hier vorne ist erst neu. So muss es jedenfalls sein. Ja. Dann, ne? Da oben muss auch wieder was anders sein. Ja, das müsste noch vom alten sein. Ja. Was soll ich jetzt groß sagen? Außer, dass ich suche und laufe und mache und... Das will nicht. Man kann ja nicht strukturiert suchen, das geht nicht. Man muss halt gucken, okay, da kann man mal in die Richtung laufen und gucken, was kommt. Ganz ehrlich, normale Pferde habe ich ein bisschen häufiger eingeschätzt. Bisschen dschungelig hier. Gefällt mir aber eigentlich. Dschungel finde ich recht schön gestaltet. Ist gut geworden. Immer so kleine Teiche zwischendrin. Es würde so ewig dauern, bis ich zurückfinde. Das ist das Problem. Ich will doch nur ein Pony. Mit Pony geht es so viel schneller. Da flitze ich einfach über die Gegend wie sonst was. Le Pony. Ha, Küste. Meer. Schön. Ja. Sieht zwar schön aus, aber, ne? Ach, da hinten geht's wieder weiter. Hier hinten geht es tatsächlich wieder weiter. Vielleicht sollte ich da mal doch drauf gehen. Das ist alles schon hier einmal erkundet gewesen. Ne, hier hinten ist es neu generiert mal wieder. Ich schmeiß nicht mehr weiter. Ich gehe noch einen kleinen Tacken. Alter, was geht denn hier ab? Ich bin schon fast die komplette Strecke zurückgelaufen. Glaube ich. Wir kommen gleich schon ohne Höllenportal wieder bei unserer Ausgangs... bei unserem Lager wieder raus. Wir müssen von hinten auf die Oase draufknallen. Das ist okay. Ich hätte ein Boot machen sollen. Ich mache jetzt ein Boot. Dafür soll ich noch Holz haben. Ich mache jetzt einfach ein Boot. Ich glaube, wir sind jetzt schon wieder zurückgefahren. Immer nichts gefunden. What the? Komm schon, kann ich das hier abbauen? Ja. So. Genau. Dann den da. Danke. Jetzt kann ich hier nämlich unsere entsprechende Workbench wieder setzen. Ups. Bett brauchen wir gerade mal nicht. Zack. Ein Boot rein. Mitnehmen. Abbauen. Boot setzen und Party ab. Ja. Frage ist, wie weit geht das noch? Jedenfalls bin ich ein bisschen schnell. So. Das kommt mir nämlich gerade ein bisschen arg verdächtig hier vor. Ein bisschen arg verdächtig. Weil hier habe ich mit Sicherheit noch nicht erkundet. Mal von hier hinten dran. Kann man dann ganz easy wieder raussteigen. Das ist doch gerade sehr verwunderlich. Okay, hier vorne ist keine äußerst hohe Cliffkante mehr. Ich fahre einfach mal hier rein.
Und hier vorne ist eine Station. Das heißt, aussteigen. Das Boot lasse ich gerade mal hier. Und, was gibt es denn hier bitte? Ist das noch alt? Hallo Schaf. Ich kenne leider nicht die Koordinaten. Ich laufe wieder einfach durch meine Welt, habe ich wieder komplett verirrt wahrscheinlich. Also grob wüsste ich wieder, wie es zurückgeht. Halt, da wo ich halt hergekommen bin. Ich habe halt nur vom Dorf ausgerechnet. Aber wenn ich Glück habe, bin ich jetzt gleich wieder bei meiner Oase. Ich bin einmal komplett durchgelaufen. Und das wäre ja mal der Hammer dann. Kommt das irgendwie nah? Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal. Obwohl, nee, das ist noch neu. Weil hier zwei Block hohe Fahne stehen und die gibt es erst seit 1.7. Und erkundet habe ich jetzt etwas vorher. Das müsste doch noch neu sein. Doch, das ist neu. Ich mache die Folge jetzt gerade mal ein bisschen länger, weil ich in den nächsten nicht allzu viel Zeit die ganze Zeit hier mit rumlatschen verschwenden will. Deswegen mache ich die hier gerade mal einen kleinen Tacken länger. Also wir haben eh nichts Besonderes hier gemacht. Wir sind rumgelaufen, wie bekloppt. Wir sind nicht weitergekommen. Das ist doch... Ach, das ist zum Ärgern. Komme hier so nicht weiter. Das ist ein Problem. Das ist ein reales Problem. Weil die Sache ist die, ich bin schon so weit gelaufen. Das ist im Vergleich zu sonst eigentlich nichts. Also zum Challenge-Ding ist natürlich wesentlich weiter gelaufen. Mir gefällt das so nicht. Wacken die Blumen, wackeln. Ich glaube, ich muss ein bisschen in die Richtung. Und ich hoffe mal, dass ich auf Dauer was Bekanntes komme. Weil hier ist nämlich jetzt wieder kein hohes Gras. Oder doch, doch, noch hoch. Ist noch hoch. Ich glaube, wenn ich hier zurücklaufe, in die Richtung, könnte es sein, dass ich wieder bei meiner Büste lande. Ich weiß es nicht genau. Das ist die Frage. Liebst du mir nicht jetzt eine Timelapse reinbauen? Das heißt, dass ich vorspule, bis ich was Entsprechendes gefunden habe. Da mich der restliche Gedanke so stört, dass wir so ewig durch die Gegend laufen. Und deswegen mache ich das doch glatt mal. Ich baue eine Timelapse ein, wo ich ein bisschen vorspule. Mal sehen, wie lange es dauert, bis ich was Entsprechendes finde. Ich kann ein Boot machen, ein bisschen rumfahren und dann sehen wir weiter. Das heißt, Timelapse. Ab jetzt. Und los. Ja, wir sind zurück von unserer Reise. Wie ihr gesehen habt, ein klein wenig unerwartet. Denn das Dorf, wo wir rausgekommen sind, wo wir gestanden, liegt eigentlich da hinten, hinter der Wüste. Wenn du in der Wüste vermisst, von der Oase, noch weiter hinterläufst und weiter und weiter, weiter, da kommst du raus. Wir haben jetzt so einen kleinen Bogen. Wir sind so ganz außen rum. Von hinten wieder dran. Und dann bin ich hier gelandet. Und wir haben immer noch kein Pony. Und das ist ziemlich kacke. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt ein Pony herkriegen soll. Wir machen uns hier mal auf die Suche nach dem Endportal. Und stecken da vielleicht mal ein bisschen Gebiet nochmal ab. Oder legen nochmal den Weg so ein klein wenig fest, damit wir genau wissen, wo es lang geht. Und dann gucken wir, was wir alles mitnehmen. Dies und das. Jedenfalls, ja, wir sind wieder bei der Oase. Einfach so ganz plötzlich. Und wir haben eine Idee, was wir noch machen sollten. Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare und dann zu machen. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Heimgefunden haben wir. Klar, finden wir immer, aber. Ja, und tschüss.